Das Hundebellen abgewöhnen. So erzieht man seinen Hund. Ready? Yes! Marius Renz. Der Hund hat einen angeborenen Beschützerinstinkt und wurde durch den Menschen über tausende von Jahren kultiviert. Noch vor 100 Jahren wurden Hunde als Arbeitstier genutzt. Heutzutage sind Hunde vorrangig ein Lifestyle-Produkt, ohne besondere Aufgabe. Das kann dem Hund im Mietshaus schnell langweilig werden. Da würde sogar ich zu bellen beginnen. Gründe für das Hundebellen. Zuerst sollte man sich fragen, wieso speziell mein Hund in dieser Situation zu bellen beginnt. Die häufigste Ursache ist jedoch Angst und Stress. Der Auslöser ist meistens ein unabsichtlich falsch anerzogenes Verhalten. Auch wenn viele Hunde von Natur aus einen lebhafteren Charakter besitzen, Aggressivität ist nie der Grund für das Hundebellen. Warum bellt ein Hund? Beispiele. Dem Hund fehlt oft eine Autoritätsperson. Hunde sind Rudeltiere. Wenn die Rollenverhältnisse nicht geklärt sind, führt das bei sehr vielen Hunden zu Stress, da sie sich in vielen Situationen behaupten müssen. Hunde haben einen Charakter. Wie der Mensch besitzt auch der Hund einen gewissen Charakter, der auch rassenunabhängig ist und einfach zu häufigeren Bellen führt. Es gibt auch Rassen, die sehr wenig bellen, wie beispielsweise die französische Bulldogge. Rassen wie der Beagle oder Spitz sind für ihr häufigeres Bellen bekannt. Es lässt sich jedoch auf ein Minimum reduzieren. Eine Hauptursache für das Bellen ist Langeweile. Wenn man dem Hund keine Perspektive bietet und er immer nur den gleichen Ausgang hat, wird er aus Langeweile anfangen zu bellen. Auch ein Mangel an Spielkumpanen lässt den Hund vereinsamen. Starten Sie mit Ihrem Hund in eine interessante Zukunft. Ihrem Hund das Bellen abgewöhnen. Hunde, die man täglich fördert, werden ruhiger. Nehmen Sie also einen Stock und ein Hundespielzeug und spielen Sie täglich mit ihm. Manche Hunde bellen, wenn man sie alleine lässt. Wenn Sie das Ihrem Hund abgewöhnen wollen, brauchen Sie etwas Geduld. Lassen Sie Ihren Hund immer mal wieder allein in einen Raum. Wenn Sie wieder zurückkommen und er nicht gebellt hat, müssen Sie ihn belohnen. Verlängern Sie die Zeit, in der Sie Ihren Hund alleine lassen, immer ein wenig. Sie sollten immer versuchen, zu Ihrem Hund zurückzukommen, bevor er bellt. Wenn Ihr Hund mal bellen sollte, sollten Sie ihm keine Aufmerksamkeit schenken, ihn auch nicht anschimpfen. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Rudelführer. Seien Sie ruhig und souverän, denn so entspannt sich Ihr Hund. Hundebellen abgewöhnen mit professioneller Hilfe. Sollten Sie es nicht schaffen, Ihrem Hund das Bellen abzugewöhnen, können Sie sich bei einem Tierarzt Hilfe suchen. Wenn Sie es alleine versuchen, dauert es, wenn Sie konsequent sind, ca. 2 bis 3 Wochen. Doch ganz abgewöhnen können Sie es dem Hund nicht, denn es ist ja seine Art, sich zu präsentieren.